Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von The Boogeyman. So, wir müssen jetzt nochmal versuchen, hier irgendwie durchzukommen, weil, ja, das ist einfach notwendig. Also, ich darf nur nicht direkt vor denen sein, ne? Okay, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Also. Ach nee, da komme ich gar nicht. Ah. Ey, ich sehe das irgendwie nicht. Ich komme mit der Perspektive echt nicht klar, ne? Muss ich ja echt mal sagen. Jetzt zum Beispiel, wie weit darf ich da vorgehen? Ach, doch, bis hier. Ja? Oh, okay, dann ist ja alles nicht so schlimm, okay? So, zu dem Rätsel ist mir übrigens nichts eingefallen, da mit dem Adler und dem Wolf und den Schafen, aber okay. Okay, das ist mit einem rostigen Vorhängeschloss versperrt. Haben wir irgendwas dafür, oder das hier? Tatsächlich. Oder? Hat's geklappt? Hallo? Hallo? Ah, okay. Okay, ich durfte nicht auf Spacebar drücken. Ich musste auf Enter drücken. Na gut. Oh, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Vielleicht sollte ich das lieber immer machen. Das ist nur ein bisschen doof gelegen, wenn man hier auf den Pfeiltasten sich bewegen muss und dann Enter drückt. Was? Okay, das ist mit einem ziemlich altmodischen Schloss versperrt. Guckt mal, da ist doch was unterm Schrank. Das sind kleine Regale. In der Lücke zwischen dem Regal und dem Boden befindet sich etwas. Wir versuchen das mal rauszuholen. Das ist ein Stück Papier, ein altes Stück Papier. Schauen wir uns das mal an. Was? Das sind Worte, die du nicht verstehst, die darauf geschrieben sind. Ja, da kann ich wirklich gar nichts mit anfangen. Oh mein Gott, wieso sind hier Ketten an der Wand? Wieso? Kleine Regale, nichts darin und ein kleines Buch, Bücherregal. Tja, habe ich hier jetzt noch was? Diesmal klappt es leider nicht. Man kann es ja versuchen, ne? Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal hier wieder durch und wir schauen, was da noch ist. Boogie Boogles, Boogie Boogie. Das ist nicht gut. Ich speichere lieber nochmal. Was? Oh, ich habe mich so erschreckt. Boogie steht auf dem Boden geschrieben mit so einer Art fluoreszierender Farbe. Ein Weinregal. Eine alte Axt an der Wand befestigt. Kriegen wir das ab? Eine Axt. Sehr cool. Ich glaube, wir haben gerade die Schrauben oder was auch immer rausgedreht, mit dem das befestigt ist. Geil, eine alte Axt erhalten. Jetzt können wir uns wehren. Obwohl, eine sehr alte Axt. Da ist sogar Rost an der Klinge. Okay, da wurde etwas mit fluoreszierender Farbe an die Wand geschrieben. Bonus Quiz Time. Weißt du, woraus Boogie gemacht ist? B-O-G-I und E. Du bist mir ja einer. Hier steht Boogles, hier steht Boggy, Bogey und Boodoo. Ob das Teil von einem Rätsel ist? Hoffentlich nicht, weil es ist ein bisschen verwirrend. Was haben wir denn da? Oh nein! Lance. Detective! Hey, save me already, damn it! Untie these things! Hey, retten Sie mich schon, verdammt. Machen Sie das los. If you want him off that bad, you should have asked me, Lance. Oh, wie gruselig, er taucht da hinter dem Tisch auf. Wenn Sie es unbedingt abgemacht haben wollten, hätten Sie mich doch einfach darum bitten können, Lance. Hey, hurry up. Save me, please. Hey, beeil dich, rette mich bitte. Hey there, Detective. Hey, Detective. Hey there. Don't move a muscle. You have to give the bad guy a chance to say some lines. Hey, nicht einen Muskel bewegen. Sie müssen dem Bösen doch die Chance geben, ein paar Zeilen aufzusagen. Hurry, Keith, get me out of here. Schnell, Keith, hol mich hier raus. What a noisy pest you are, Lance. Oh nein. Already forgotten your punishment for howling like that before. Wie laut und nervig Sie doch sind, Lance. Haben Sie denn schon vergessen, wie ich sie bestraft habe für das Rumgeschreie von vorhin? Huh? Bad.
Dog. Böser Hund. Don't move. I already said that, didn't I? Nicht bewegen, das habe ich doch bereits gesagt, oder? Was hat er mit ihm getan? Detective, photographers are just the worst people in the whole world. They capture the world in their lens. Boah, ist so leise leider, sie Synchro, ey. This is reality. Wenn Sie mich fragen, Detective, sind Fotografen wirklich das Schlimmste, was auf der Welt existiert? Sie versuchen, die Welt mit ihrer Linse einzufangen und erzählen der Welt, das wäre die Realität. But it isn't, is it? Reality has pain. It has suffering. And most importantly, it has fear. Aber das ist es nicht, nicht wahr? Die Realität hat Schmerz. Sie hat Leid. Und am wichtigsten, sie hat Angst. The public sees this world you're fighting against in a distorted form, thanks to these wretched photographers. Die Öffentlichkeit sieht diese Welt, gegen die sie kämpfen, in ihrem verformten Zustand, dank dieser verrückten oder kranken Fotografen. So now I'm thinking this coward should be taught what real pain is like. Good idea, don't you think? Deswegen denke ich, dass diesem Feigling jetzt beigebracht werden sollte, was wahrer Schmerz ist. Gute Idee, nicht wahr? Now, Lance, you seem like a coward who can only see reality through a lens. So I'll take a photo for you. Nun, Lance, du scheinst mir ein Feigling zu sein, der die Realität nur durch eine Linse erkennt. Deswegen werde ich für dich ein Foto schießen. Now I'll put that photo in a frame. Hang it up. Play some flowers and pray. Und dann werde ich dieses Foto in einen Rahmen packen, aufhängen, ein paar Blumen davor legen und beten. On the anniversary of your death. Am Jahrestag deines Todes. Smile for the camera, Lance. Lächle für die Kamera, Lance. Oha. Oh mein Gott. Okay, er ist mit Leder-Dingern festgemacht. Wartet. Ich kann jetzt erstmal nicht. Ich muss jetzt erstmal kurz... ich öffne es. Da ist ein Switch, ein Schalter. Oh, verdammt. Das war nur das Licht hier im Zimmer. Lose und instabil. Da ist irgendwas. Was? Ich habe keine Ahnung. Boggy? Nee, ich habe keinen Plan. Du Idiot. Okay, wartet. Ich probiere mal, ob ich das... Okay, damit kann ich das nicht öffnen. Oh, nein, ich kann raus. Ich will aber nicht raus. Oh Gott. Okay, kein Strombutton daran. Ein Timer auf einem... Okay, Timelapse-Fotos. Hier kann ich nichts machen. Wartet, wie wäre es... Nee, das ist ja wirklich nur... Oder? Oder wartet, ich versuche mal das Ding damit kaputt zu machen. Huch. Jetzt ist es hochgegangen? Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es hat es umgeschmissen. Okay, wir haben Iron Plate. Oh, kann ich das vielleicht benutzen, um das... Okay. Hilfe! Ich weiß nicht, was ich tun muss. Es tut mir so leid. Okay, damit geht's auch nicht kaputt. Kann ich jetzt hier irgendwas benutzen? Oder... Ah, okay, das Stromkabel ist zu dick. Oh, das alte Kabel kommt da nicht durch. Okay. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob das nicht was ist, was wir eigentlich erst machen sollen, wenn wir ihn gerettet haben. Jetzt ist offen. Oh, jetzt ist offen. Ah, oh, ein Schlüssel. Ja. Ah, mach doch. Oh,
Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, armer Lance, der ist bestimmt völlig fertig, ey. Und ich weiß auch nicht, inwiefern er ihn verletzt hat. Ich stoppe die Blutung. Was ist das? Ach, eins der Fotos. What a crappy photo. This is why I hate taking pics of people. Was für ein scheiß Foto. Deswegen hasse ich es, Fotos von Menschen zu schießen. Damn it. Why'd this happen to me? Freaking out and howling. What a loser I am. Verdammt, wieso musste mir das zustoßen? Ich höre es gerade nicht mal mehr, weil es so leise ist, die Synchro. Auszuflippen und rumzuheulen, was für ein Loser ich bin. Your life was in danger. I'd be worried if you weren't frightened. Ihr Leben war in Gefahr. Ich würde mir Gedanken machen, wenn sie keine Angst gehabt hätten. What do you know, huh? Und was wissen Sie schon, huh? When I was new to my job, I got shot in the leg. I lost my cool and screamed, and my boss at the time punched me. Told me that if I freaked out, nobody would trust me. Als ich neu in meinem Job war, wurde ich ins Bein geschossen. Ich bin voll durchgeknallt und hab rumgeschrien und mein Boss zu jener Zeit hat mir dann eine reingehauen. Er hat gemeint, wenn ich so ausflippe, würde mir keiner vertrauen. Why are you here, Lance? Wieso sind Sie hier, Lance? Oh, hell if I know. I nodded off on the sofa and then woke up all tied up. Zur Hölle, wenn ich das wüsste. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen und dann bin ich hier erwacht, gefesselt. You didn't notice being transported here? Sie haben nicht mitbekommen, wie sie hierher transportiert wurden? I said I was sleeping, didn't I? Ich sagte doch schon, ich habe geschlafen, oder? I'll tell you what I know. That man's kidnapped everyone who was on the tour. I haven't found any of them yet, besides you. Ich werde Ihnen erzählen, was ich weiß. Dieser Mann hat alle gekidnappt, die mit uns auf der Tour sind. Außer Ihnen habe ich bisher niemanden gefunden. Brandon, Stevie, and the employees were all killed. Brandon, Stevie, die Mitarbeiter wurden alle getötet. Huh? Killed? Hä, getötet? I slept from 9 to about midnight. Around 12:05, the man decapitated Brendan. Ich habe von 9 bis Mitternacht ungefähr geschlafen und gegen 5 nach 12 hat der Mann Brendan geköpft. Stevie died around 12:20. He was tied to a chair, cut open from his neck down to his back. He was left there immobile until he died of blood loss. Stevie ist um 12:20 rum gestorben. Er war an einen Stuhl gefesselt und sein Rücken war vom Hals ab aufgeschlitzt worden. Er wurde dort gefesselt und zurückgelassen, bis er an Blutverlust starb. Judging from the amount of blood and how much it had dried, the wound was probably inflicted about 30 minutes before I found him. In Anbetracht des Blutes und wie es getrocknet war, wurde die Wunde vermutlich 30 Minuten bevor ich ihn gefunden hatte zugefügt. He's seriously dead. Er ist ernsthaft tot? Well, he was still hanging by a thread by the time I arrived. Nun, sein Leben hing noch an einem seidenen Faden, als ich ankam. Wasn't there some way to save him? Gab es denn keine Möglichkeit, ihn zu retten? I'm not a doctor. Even if I were, he'd lost too much blood. Ich bin kein Doktor, und selbst wenn, er hatte zu viel Blut verloren. So you just stood in front of dying Stevie, calculating his time of death? Sie standen also einfach so vor dem sterbenden Stevie und haben geschätzt, wann er gestorben ist oder wann er sterben würde? Don't harp on every detail. Jetzt nerven Sie mich nicht mit jedem Detail. Lance, can you stand? I'm going to look for the others. You come with me. I can't leave you alone. Lance, können Sie stehen? Ich muss nach den anderen suchen. Sie kommen mit. Ich kann Sie nicht allein zurücklassen. And what if I can't stand, huh? Und was, wenn ich nicht stehen kann, huh? I'll carry you. Dann trage ich Sie. Give me a break. Oh, okay, es reicht, ey. Hey, go look for the others if you want, but don't you think it'd be faster to nail that guy down first? Leaving him alone is downright dangerous. Ja, suchen Sie nach den anderen, wenn Sie möchten, aber wäre es nicht die schnellere Alternative, diesen Typen erstmal zu finden? Ihn alleine zu lassen ist total gefährlich. This is a hostage situation. Who knows how many others are being slowly killed like Stevie? Das hier ist eine Entführung. Wer weiß, wie viele andere bereits langsam wie Stevie umgebracht werden. Catching him is pointless if we can't guarantee everyone's safety. He's already killed several people. I'm playing catch-up at this point. Ihn zu fangen ist nutzlos oder sinnlos, wenn wir nicht die Sicherheit aller garantieren können. Er hat bereits mehrere Personen getötet. Momentan spiele ich, oder ich versuche halt, ihn
einzuholen. I can't suffer any more careless losses. Ich kann nicht weitere Verluste riskieren. Losses? Huh, that what you call murders? Verluste, huh? So nennen sie also Morde? Quiet. Stop hounding me. Klappe. Hören Sie auf zu nerven. That kind of thing gets the attention of civil liberty groups. Hä? Diese Art von Dingen erlangen die Aufmerksamkeit von Civil Liberties Groups? Keine Ahnung, was das ist. Let's go. So wie ich. Lassen Sie uns gehen. Okay, ich will wieder rein, weil ich habe hier noch nicht alles gesehen. Okay, ein Foto, das geschossen wurde mit einer Kamera mit Timer. Genau, und das ist die Kamera. Hier hatten wir das. War das hier dann echt nur ein Scherz gewesen mit dem Boggy? Ich verstehe nicht, was damit gemeint ist. Was will das? Worauf soll denn das hindeuten? Okay, auf jeden Fall haben wir das gut. Huch! Oh, okay, cool. Ja, ist halt wichtig, nochmal nachschauen, ne? Was ist das hier? Irgendwie so ein Kontrollpult. Ach, wahrscheinlich sollte uns das ablenken eigentlich. Damit wir da noch mehr Zeit verlieren. Das sind Eisenregale. Die gehen aber nicht auf. Genau, da sind jetzt keine Schlüssel mehr dran. Joa. Dann würde ich sagen, können wir jetzt runter. Wir haben noch die Metallplatte eingepackt. Uff. Ach so, da. Ja, ich dachte eben, boah, ist das hier dunkel. Aber es geht da unten links weiter. Das ist aber auch ein großes Haus hier, ey. Ein riesiges Bett, aber echt. Oh. Da ist ein kleiner Text eingraviert in den Rahmen. Der Feigling wird zu seinem Beschützer aufschauen mit Respekt. Aber in Zeiten der Krise findet man oder ist man beruhigt dadurch, wegzuschauen und in der Nähe eine Waffe zu wissen. Dem Narr ist es egal. Sowohl der Beschützer als auch das Auge des Bösen. Und deswegen ist er sich nicht bewusst dessen, wo er steht. Was? Der Rebelle? Der Rebell mag den Beschützer nicht und guckt deswegen in die andere Richtung. Aber in Zeiten der Krise sind sie dem Verteidiger oder dem Beschützer treu ergeben und verstecken sich hinter seinem Rücken. Alles klar. What? Das ist krass. Okay, wartet mal. So. Ah, ich wollte es nur mal ausprobieren, deswegen habe ich gespeichert. Okay, das waren ganz offensichtlich schreckliche Piekser, die uns aufgepiekst haben. Also laden wir nochmal. Und gehen hier definitiv nicht lang. Der Protector. Oh. Krasses Bild. Wohin geht's hier? Tu einfach, was du willst. Tu einfach, was du immer tust. Aber always ist doch falsch geschrieben. Ich reiß mal die Notiz ab. Mal gucken. Okay. Die Tür hat das eingravierte Emblem Adlers. Eines Adlers? Eagle ist Adler, ne? Da ist ein Loch in seinem Auge. Okidoki, ein Loch in seinem Auge. Hauen wir mal wieder was rein. Scheint nicht zu gehen. Papier, Videotape. Okay, scheint alles nicht zu funktionieren. Hier ist einfach nur ein Tisch. Was haben wir hier? Leere Flaschen in den Regalen. Und hier auch. Und das ist einfach nur die andere Seite davon. Und dann gehe ich mal hier lang, würde ich sagen. Boah, meine Güte. What? Was war denn das? Das war ein Typ, der einfach auf uns geschossen hat. So, ich habe nochmal gespeichert. Mal gucken, ob der wieder auftaucht. Oh Gott. Was ist das? Es sieht aus, als würde es in einem Roll... Wartet mal. Eigentlich könnten wir diese Eisenplatte benutzen, aber ich weiß nicht, wie man die... Ich weiß nicht, ob er die benutzt, wenn ich jetzt hier... Doch. Look down that hallway.
Lance, schau mal den Flur hinab. You mean that doll in the wheelchair? Oh, it's got a gun. Meinen Sie diese Puppe in dem... Nicht Krankenwagen, im Rollstuhl. Meinen Sie diese Puppe im Rollstuhl? Boah, das hat ja eine Waffe, ey. Thing works, but we'll be gunned down if we're not careful. Ich weiß nicht, wie dieses Ding funktioniert, aber wir werden erschossen werden, wenn wir nicht vorsichtig sind. So, you be the target for a second. Also, sind Sie das Ziel, für eine Sekunde lang. What? You want me dead, man? Bitte was? Wollen Sie mich tot sehen, Mann? Just stand on that end and block the bullets with this plate. Even a wounded man can manage that much. I'll take care of the doll while you're doing that. Stehen Sie einfach dort am Ende des Ganges und halten Sie die Patronen mit dieser Platte auf. Selbst ein verwundeter Mann wird das ja wohl hinbekommen. Ich kümmere mich um die Puppe, während Sie das machen. Do you realize how stupid that sounds? We'll both die if we're not careful. Ist Ihnen klar, wie bescheuert sich das anhört? Wir werden beide sterben, wenn wir nicht vorsichtig sind. You got the physique to hide behind a shield. Get in there and don't get shot. Sie sind stark genug, um sich hinter diesem Schild zu verstecken. Los. Und lassen Sie sich nicht erschießen. Is that a no? Ist das ein Nein? Fine. I'll do this myself. Gut, dann mach ich selbst. Stand back and watch, you chicken. Gehen Sie zurück und schauen Sie zu, Sie Hühnchen. Hey! Don't scream in my ear. Oh, schreien Sie mir nicht ins Ohr. Alright, I'll be your stupid target. You better be able to handle that doll. Alles klar, ich bin Ihr bescheuertes Ziel. Aber kümmern Sie sich bloß anständig um diese Puppe. And you never call me chicken again. You got that, you damn detective? Und nennen Sie mich nie wieder Hühnchen. Verstanden Sie, verdammter Detective? Sure, I appreciate it. Always grateful to have a good citizen's aid. Klar, das erkenne ich an. Ich bin immer dankbar, wenn ich Hilfe von Zivilisten erhalte oder von Mitbürgern. Go. Los. Wow. Ich dachte, ich müsste noch irgendwas einsetzen, aber er hat ihn einfach die Treppe runtergeschubst. You loose cannon. What were you planning to do if I got shot? Wieso? Sie sind einfach durchgedreht, glaube ich. Was hatten Sie vor, falls ich angeschossen werde? Oder wenn ich beschossen werde? Gehen wir weiter. Voll geil. Voll der gute Plan, ey. So, einfach mal runtergeschmissen. Okay, das ist auf jeden Fall ein hinabgestürzter Rollstuhl und eine Puppe. Der Kopf der Puppe ist abgefallen und die Waffe ist in ihre Einzelteile zerfallen. Gut, denke ich mal. So, was haben wir hier? Da ist Graffiti. Wie beim Boogeyman. Auf dem Gesicht der Statue. Okay. Kann ich irgendwas damit benutzen? Ich glaube eher nicht. Ah, okay. Das Schloss von innen gelöst. Wo sind wir denn jetzt hier? Die Mitarbeiter? Nicht rein? If you want to puke, go right ahead. But I'm not going to be the one to clean it up. Wenn Sie sich übergeben wollen, können Sie gerne reingehen. Aber ich bin nicht derjenige, der das aufwischen wird. Okay, du kannst mit Lance nicht in Räume gehen, die voller Leichen sind. Ach, naja. Lance ist Journalist, ne? Der würde das gerade noch aushalten. Ernsthaft jetzt? Ich kann in keinen einzigen der Räume mehr, wo Leichen drin liegen. Oh Gott, wo sind wir? Ich komme langsam nicht mehr klar, ey. Was war hier? Ah, okay. Ja, daran erinnere ich mich. Oh, verdammt. Wahrscheinlich müssen wir dieses blöde Rätsel mit den Tieren lösen. Das ist versperrt. Ach, du Schande. Ein Stück Papier. As far away from the big bad predator as you can. Huch! Sieht aus wie ein Adler. Sieht aus wie ein Wolf. Belgian Shepherd, huh? That brings me back. Belgischer Schäferhund? Das bringt Erinnerungen zurück. Ist das denn kein Wolf? Similar, but nah. Lived on a farm in Montana when I was a kid. There were tons of these guys. They're sheepdogs. Ähnlich, aber nein. Ich habe auf einer Farm in Montana gelebt, als ich klein war. Da gab es eine Tonne davon. Das sind Herdenhunde? Wie nennt man das? Wachhunde, die die Herde hüten. Hütehunde! Okay, also ist der Predator... Huch! Oh, er klemmt der Arme. As far away. Okay.
keep them safe behind your back. Dann... Oh, der Arme. Ich glaube, ich gehe mal kurz raus, damit das nicht ein Bug wird. Ihr hattet schon geschrieben, dass ich scheinbar schon in Episode 2 in einen Bug reingerannt bin, weil da irgendwie eine Szene fehlt. Voll scheiße, finde ich das. Richtig doof. Da habe ich extra noch gewartet, bis zumindest die erste geupdatete Version erscheint. Ach, wartet mal. Oh Gott, wo war denn das jetzt? Da war doch irgendwo dieses Bild gewesen. Es ist so weit weg. Ich glaube, das hat hingedeutet auf diese Sache hier mit den Schafen. Meine Fresse, ey. Länger hätten sie den Weg aber auch nicht machen können, ne? Was ist das überhaupt für ein Riesenschloss? Das ist ja unrealistisch. Hier war das. Darf ich das nochmal lesen? Okay, mit Respekt wird der Feigling... Ah, ja. Okay, wartet mal. Er guckt weg. Der Feigling guckt weg, aber ist in der Nähe einer Waffe. Wartet mal. Oh Gott, sind hier viele Zettel, ey. Also, Feigling? Feigling guckt also nicht in die Richtung des Protector. Nicht Protector und ist in der Nähe von einer Waffe. Okay, was haben wir denn noch? Der Narr, dem ist es egal. Beides ist ihm egal. Es ist ihm also nicht bewusst, wo er steht. Okay. Fool, egal. Das weiß ich nicht genau, wie das jetzt gemeint ist. Und der Rebelle? Der Rebell guckt weg. Aber... Hä, der guckt auch weg? Ich dachte, der Feigling guckt... Wir können die ja nicht drehen. Ich glaube, einer guckt nämlich nach links, einer nach unten, einer nach rechts, ne? Auf jeden Fall versteckt er sich hinter dem Rücken. Also steht der wahrscheinlich hinter dem anderen? Hinter dem Hund? Keine Ahnung. Faces away. Ja, können das ja noch einmal eben ausprobieren. Ein paar Möglichkeiten. Okay, also so weit weg wie möglich vom... Wie war denn das nochmal gewesen? So weit weg wie möglich vom Predator. Und jetzt wissen wir, wie sich die Schafe verhalten zum Hund, zu ihrem Protector. Das Problem ist noch, dass nicht ganz klar ist, welches der Schafe für wen hier steht. Für den Narren oder... Okay, guckt mal, das eine ergibt Sinn. Wenn wir das hier hinschieben, ist das in der Nähe der Waffe. Aber der Feigling guckt doch eher weg. Ich verstehe das nicht. Ich probiere jetzt mal so. Okay. Möglichst weit weg vom Predator. Und der Beschützer steht davor. Dem Fool ist es egal, der kapiert es gar nicht. Dann würde ich mal machen, dass der da steht. Und dann würde ich machen, dass der da steht. Sieht nicht gut aus. Es hat sich zumindest nichts aktiviert oder so. Ein Stück Papier. Da ist auch nichts passiert. Okay, warte, dann gehe ich nochmal raus und dann tausche ich nochmal den oberen und den unteren. Verdammt, welchen hatte ich jetzt wohin gepackt? Jetzt habe ich es vergessen. Oh nein. Ich bin so doof. Also ich mache jetzt nochmal den, der nach links guckt, auf jeden Fall dahin. Okay. Das ist es nicht. Okay, dann mache ich den, der nach rechts guckt, oben hin. Oder es ist halt doch ganz anders und der nach unten guckt, muss an eine andere Stelle. Gott, ist das ein schwieriges Rätsel, ey. Hier wird auch nichts ausgelöst. Okay, wartet mal. Da war ja auch noch was. Dem Fool ist es egal, aber der Rebel. Ah, der Rebel hiding back. Faces away. Wartet, dann mache ich nochmal so. Und dann das hier. Und dann, huch, dieses hier. Auch nicht. Aber die müssen doch hier an der Wand stehen, oder? Weiter weg geht ja nicht. Und einer will in der Nähe der Waffe. Okay, wartet, ich probiere nochmal den hier dahin. Dann den
dorthin? Oh, na endlich. Die Pistole an der Wand ist hinabgefallen. Okay, wir haben eine Pistole. Das bringt uns aber nicht wirklich weiter. Ich dachte, es würde sich ein neuer Weg eröffnen oder so. Wo müssen wir denn jetzt hin? Damn. Ich habe keinen Plan. Jetzt sind wir wieder hier. Gott, ist das riesig. Tja. Okay, aber wir haben eine Pistole. Das ist ja schon mal gut. Weiß ich nicht. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Boogeyman. Ich bin gespannt, wie es mit uns weitergeht. Das ist echt ein fast zu schweres Rätsel, finde ich das hier. Das ist schon ganz schön happig. Na gut. Okay, ihr Lieben. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.